So, weiter geht's. Heute wird aber nur ein Video kommen, weil heute ist Sonntag. Frau kommt nachher von Arbeit. Kinder sind auch da. Dann werden wir noch ein bisschen was von der Familie haben. So, genau, wir machen jetzt erstmal die Hauptstory weiter. Das heißt, wir gehen da oben zum Kloster. Dann mal los. Jetzt habe ich auch übrigens das letzte Video, das ging ganz schön lange. Ich habe noch was anderes getestet wegen den Lecks. Ja, da habe ich das Gute gekriegt, dass es gar nicht mehr geleckt hat. Ich habe das dann immer gestückelt. Ich weiß nicht wieso das so komisch ist, aber. Aber so hat es super funktioniert mit dem Gestückelten. Zum Glück. Sorgt dafür, dass die Küche bereit für den morgigen Gottesdienst ist. Engel über uns. Ihr seid zurückgekehrt. Ich benötige einen heiligen Segen, um Lilith weiter zu verfolgen. Die Mutter Oberin wird davon erfahren wollen. Aber sie ist in Korvalar. Sucht euren Segen dort. Alles geschieht, wie Inarius es vorhergesagt hat. Bald wird er frei sein und aus Sanctuario entkommen, um in die Himmel zurückzukehren, wo er hingehört. Ist das so? Abwarten. Wo müssen wir hin? Dahin. Dann latschen wir da mal hin. Ich muss sagen, wie gesagt, ich spiele noch mit der Zauberin parallel, die ist ja schon weiter. So vom Latschen her, ja, geht eigentlich, ne? Viele, oder manche haben sich ja beschwert, dass die Wege so weit sind ohne dem Pferd und. Also eigentlich geht's, finde ich. Zu den Sachen, die man machen muss. Ja gut, das ist jetzt schon natürlich ein extrem langer Weg, aber. Aber es geht trotzdem tatsächlich, ne? Weil auf dem Weg dorthin findet man meistens noch irgendwie eine Nebenquest oder. Also das ist jetzt mit der längste Weg, da oben ist auch noch ein Wegpunkt. Da musst du da auch nicht mehr latschen, ne? Das ist halt nur das erste Mal und finde ich jetzt nicht so schlimm. Also ich persönlich. Ja, ein bisschen was tun für sein Geld, ne? Naja. Nicht alles in den Arsch gesteckt bekommen. Schon eine Herausforderung sein. Oder Quatsch. Obwohl so ein Spiel nicht spielen. Da sehe ich auf dem Weg dahin. Kommt schon eine Nebenquest. Das sieht nicht gut aus. Hört gut zu. Ich habe nicht viel Zeit. Einer unserer Männer. Fürst Avitus wurde in der alten Stadt unter dem Berg niedergestreckt. Wir haben seine Leiche zum Beinhaus gebracht, aber er erwachte und lechzte nach Blut. Nur ich konnte entkommen. Bitte, ihr müsst ihn töten. Folgen erstmal weiter die Hauptquest. Obwohl, hier können wir noch eine Belohnung abholen. In diesem Ring hat man immer kleine Aufgaben, die man erledigen muss. Dann kriegst du eine Truhe als Belohnung. Ist das? Thank you.
Kein Problem. Plus 3000 Gold. Da hier die beiden Sachen habe ich mit der Sorg schon, also mit dem Zauberer schon fertig. Cool, cool. Siehst du, da haben wir noch den Abenteuerpunkt. Oh, sind wir schon da unten? Jetzt sind wir da unten, ne? Oder? Alter, das war aber. Verflucht. Den Zielbereich von alten betroffenen Gegner werden 10 Sekunden lang um 40% verlangsamt und versuchen zu weniger Schaden. Von einer von betroffenen Gegner erleiden jeden des Wolfes Schaden. Ja, also Nähe auf Ross. Auf jeden Fall sehr gut. Das brauchen wir. Altern meine ich, Entschuldigung. Keine Eisernährung. Altern, ganz wichtig. Das ist echt ein wichtiges Skill eigentlich. Die Gegner so zu schwächen. Kannst auch permanent ballern. 10 kosten da. Da ist der Wegpunkt da oben. Nur schnell hin. Zum Wegpunkt. Also wie wichtig. Das ist ganz wichtig. Nebenquest machen wir später. Erstmal weiter die Hauptquest. Wie gesagt, heute für heute ist das einzige Video. Wie lange ich das mache. Jedenfalls so schnell knapp. Ja, und auf jeden Fall würde ich mich über ein Abo freuen. Lasst ein Like da, aktiviert bei mir auch die Glocke. Wie gesagt, die ganze Story, egal wie lange es geht, wie lange es geht, auf YouTube. Und so verpasst ihr nichts. So könnt ihr die ganze Story ganz bequem, meinetwegen auch vom Fernseher aus gucken. Hat doch auch mal was. Vielleicht habe ich sogar so eine Langeweile, und wenn das alles fertig ist, abgedreht ist, dass ich mal im Urlaub oder so eine Langeweile habe, dass ich mir das auch alles reinziehe. Wer weiß. Komm. Man weiß. Nennt euer Begehr. Mutter Oberin Prava erwartet mich. Öffnet die Tore! Ihr wart gute Soldaten, habt hart gearbeitet und gekämpft und getrunken. Brüder, Schwestern, ich hoffe, ihr findet in diesen Flammen Frieden. Vigo, was tut ihr denn hier? Ihr habt also überlebt. Ich habe Prava bestanden, dass mich diese Frau bestochen hat. Puh, es sieht schlecht aus. Es steht alles auf dem Spiel. Wenn sie mit mir fertig ist, bin ich vielleicht meine Arbeit los. Hey, ihr seid doch ihretwegen hier, oder? Gehen wir zusammen. Vielleicht schont sie mich, wenn ihr dabei seid. Das ist auch eine Schissbüchse, wa?
Nicht viele könnten eure Sünden ertragen. Halt! Sie erwartet uns. Viel Glück. Lass den neuen Wachkommandanten die Streitkräfte ersetzen, die wir bei der Mine verloren haben. Ihr seid also zurückgekehrt. Vigo hier meint, ihr wäret tapferer gewesen als er. So schwer. Ich brauche einen göttlichen Segen, um Lilith zu jagen. Zuerst müsst ihr des Segens würdig gemacht werden. Ein heiliger Krieg kann nicht mit Ungläubigen gewonnen werden. Lasst euch nicht täuschen. Dieser Krieg ist heilig. Lilith hat den ewigen Konflikt nach Sanctuario gebracht. Inarius wird uns befreien. So steht es geschrieben. Bis dahin müssen wir unsere Rollen spielen. Pilgert zum Alabasterkloster. Läutert euren Geist. Dann können wir über einen Segen sprechen. Oh Mann, ey. Stell den Segen einfach zu geben und fertig, ne? Nein. Da kann ich mich auch gleich nützlich machen. Kommt zu den Ruinen südlich von hier. Nein, da muss man so einen Schnodder immer machen. Mann. Da ist Vigo, da ist Welt. Da gewinnt. Zack, zack, marsch. Bis 50 geht's und dann kommen 50 Paarungen Level. Seid gegrüßt. Level 100, ne? Aus dem Keller sieht das. Was muss ich für die Pilgerreise tun? Westlich von hier ist ein Schrein, der beherbergt ein Relikt. Es heißt, es nehme einem die Sünde ab. Belastet einen. Körper und Seele. Beutelt einen so richtig. Es läutert einen. Als Vorbereitung, dem Vater gegenüberzutreten. Ich hoffe, ihr bereut nicht allzu viel, mein Freund. Für manche sind solche Dinge tödlicher als für andere. Passt auf euch auf, ja? Ich werde euch am Ende finden. Okay. Auf den Keller. Machen wir den noch schnell? Den machen wir noch schnell im Keller. Ein Raum. Sie haben sich von mir ernährt, meine Seele. Bitte entreißt sie ihnen. Lasst es enden. Thank you.
bitte. Haben wir schon gemacht. Doch, hier ist ein Keller. Wenn ihr neben der Dungeons. Peter war ein Keller mit bei. Ach egal. Komisch. Naja, machen wir weiter. Heute gestartet habe, und es ist Sonntag, wie gesagt, wieder ein kleines Update für das Spiel. Ja, ist ja auch normal, ne? Das Spiel ist neu. Es wird ja viel getestet, viel Feedback. Da wird noch das öfter ein kleines Update kommen. Das war auch nicht groß irgendwie. Zwei oder mehrere. Finsternis, denn ihr wandelt außerhalb der Grenzen des Lichts. Entledigt euch eurer Sünden. Atmet die kalte Luft tief ein. Der Weg zur Erlösung liegt vor euch, wenn ihr den Glauben habt, ihn zu beschreiten. Knochen kriechen. Heißt euren Schmerz willkommen, denn die Qual des Fleisches ist die erste Läuterung der Seele. Lasst eure Seele stärker werden als jedes Leid. Und zack, wieder dunkel. So, weiter geht's. Altern ist, da sind die Skelette auch effektiver gegen, ne? Merkt man auch.
die euch überragen. Spürt, wie winzig ihr seid. Nehmt Bescheidenheit an. Akzeptiert eure Stellung und verehrt den Vater. Denn er hat uns den Weg gezeigt. Natürlich. Und wieder abnehmen. 300. Das ist auch eine Quest, ne? Aber naja, was willst du da machen? Das hat nicht immer nur diese stumpfe Kötönen, sondern auch noch was dafür tun. Jetzt bin ich Level, lass mich lügen, 26, glaube ich. Hinein. Findet euren Glauben. Fühlt, wie er die Leere in euch ausfüllt. Erinnert euch, dass ihr ohne Glauben nicht seid. Haltet euch standhaft ans Licht und erinnert euch. Ja, logisch erinnern wir uns. Ist, was ich noch sagen wollte, ist, was habe ich vergessen? Achso, für die Truhen braucht man irgendwie keinen Schlüssel mehr, ne? Ich konnte bis jetzt jede Truhe öffnen, in der Beta hat man auch Schlüssel benötigt. Braucht man jetzt absolut gar nicht mehr. Finde ich auch gut so. Aber bei Diablo 3 auch nicht. Bei Diablo 2 hat man es auch gebraucht, aber das ist ein Quatsch-Feature. Das ist ein extra Schlüssel für mich. Das finde ich Quatsch, ne? Also. So gut wie es ohne Schlüssel. Weil letztendlich bekommt man eigentlich jede Truhe geknackt. Und wenn ihr sie kaputt ballerst, dann. Erfreut euch an eurem Glauben. Die Prophezeiung besagt, dass der Vater uns alle erlösen wird. Ein Speer aus Licht durchschlägt das Herz des Hasses. Wenn er in die Himmel aufsteigt, wird er uns zum Licht emportragen. Können wir da gucken, ne? Ja. Ups. Deshalb bin ich doch kein Sünder. Aber die Bestechung. Meinetwegen sind gute Soldaten umgekommen. Bin ich so ein Mann? Werde ich immer so einer sein?
Ich will nur... Verdammt, ich bete. Warum klappt das nicht? Ha, ihr habt es geschafft. Das wäre dann zumindest einer von uns. Ihr habt von Prava gehört? Das werde ich bald. Aber genug davon. Ihr werdet in Kürze Vater Inarius persönlich treffen. Nicht alle kommen wieder, wisst ihr? Aber ihr solltet es. Ich schulde euch eine Runde. Level voll. Level 13. Was ist drauf? Wo sind wir da hin? Bei von alten betroffenen Gegnern. Eine Chance von bis zu 10%. Kniet vor ihm nieder und denkt daran, dass ihr klein seid, unendlich. Natürlich. Als Start von Narus. Damit echt vergöttert da. Heftig. So, jetzt mal gucken. Vergebt diese Störung, aber... Sagt mir, was ihr braucht. Ich muss den Schwarzen See überqueren. Dazu brauche ich euren Segen. In meiner Zeit hier habe ich eines gelernt. Was wir suchen und was wir brauchen, sind meist unterschiedliche Dinge. Ich dachte einst, ich könnte diesen Krieg beenden. Doch es gab keine Lösung, nur mehr Schmerz. All meine Taten entfernten mich weiter von meiner Heimat, von dem Ort, an dem ich sein sollte. Wir haben diese Welt aus dem Unmöglichen erschaffen. Und doch verrottet sie im Inneren, wie ihre Schöpfer. Aber ich... Lilith hat die uralte Stadt betreten. Mit eurem Segen kann ich sie verfolgen. Euer Volk ist schwach. Und diese Welt ist an die Kreuzzüge der Unwürdigen verschwendet. Ich kann sie aufhalten. Die Audienz ist beendet. Gebracht. So, noch fix dahin zurück. Machen wir noch. Auf jeden Fall. Das ist aber schon ein Dickfett Level 13. Ich bin mal gespannt, ob in den Seasons nachher, ob es irgendwie tatsächlich ja Punkte gibt, wo man tatsächlich gut leveln kann. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch dauert und die Season soll 3 Monate gehen. Also das ist ja hier noch keine Season, das ist einfach nur diese Ewig-Status, dass eine Season die 3 Monate geht. Dass wir am Anfang meistens schon wieder Bock haben, jedes Mal so langwierig zu leveln, ne? Das ging ja bei Diablo 3 ratzfatz. Bei Diablo 2 ging es auch schneller. Schon ein ordentliches Level hatte zum Spielen. Das hier ist echt
langatmig. Ne? Da muss ich auch mal gucken, ob es da neue Farmspots gibt. Oder ob sie sich da was einfallen lassen. Weil ein Diablo ist auch immer witzig, sich ziehen zu lassen. Das geht meines Wissens in dem Teil noch nicht so gut. Muss man mal schauen, ne? Das nachher in den Seasons ist. Also ich persönlich hätte nicht immer Bock, aber das Gute ist, dass du nachher auch schon Season, wenn du das Spiel einmal durch hast, du musst es nicht nochmal durchspielen, dann kannst du gleich mal anfangen. Das könnte nachher noch ein Vorteil für die Seasons sein, ne? Von daher muss man es einfach warten. Jetzt das Spiel durchspielen. Gesegnet sind diejenigen, die sich im Licht sonnen. Möge unser Glaube unsere Rüstung gegen die heraufziehende Dunkelheit sein. Ah, ihr seid zurück. Kehren wir der Kälte den Rücken und sprechen drinnen. Na, logisch, rein schön ins Warme. Von Estora mit zahlreichen roten Markierungen und Pfeilen, die alle auch die sagenumwobene Stadt Caldeum zeigen. Caldeum gab es auch in Diablo 3. Soweit ich weiß. Inaris verweigerte mir sein Segen. Ja, Inaris verweigerte mir sein Segen. Doch steht er unversehrt vor mir. Ich kenne seine Wege. Das ist mir Zustimmung genug. Im Namen des Lichts segne ich euch. Möge das Licht euch durchströmen und euch vor Verderbnis und Sünde beschützen. Unser Sieg wurde in den Himmeln prophezeit. Sister. Das auch erledigt. Super, weiter wird es da unten gehen. Da führt auch ein Wegpunkt hin. Aber ich würde sagen, für dieses Video reicht es erstmal. Wir haben ein bisschen was gemeistert, eine Quest geschafft. Wir haben Inaris getroffen. Er war so ein halbes Cinematic. Ja. Tja, dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Wie gesagt, war das einzige Video jetzt. Lasst ein Abo da, liked. Würde mich freuen auf jeden Fall. Und ihr würdet am Ball bleiben, ne? Ganze Story auf YouTube mit dem Negro. Schönen Sonntag euch.